So, heute mal wieder ein 2-in-1-Video. Erstmal sage ich das bei den Torres, willkommen zu einem neuen Video. Für mich haben wir es jetzt Sonntagmorgen, 4:10. Auch ich als YouTuber bin besonders morgens um 4:10 schon wach. Heute gibt es zweimal Fettklops in einem Video. Mein tägliches, also mein Sonntagmorgensfrühstück besteht immer aus irgendwas mit Bacon oder irgendwas mit Salami und Käse und so, Sandees überbacken. Das hatte ich neulich mal ein Foto von bei Instagram gepostet und da fragte mich einer in den Kommentaren, das Video verlinken könnte von dem Bild. Ich sagte, nee, kann ich nicht, weil ich da kein Video von gedreht habe. So, das habe ich nicht gemacht, weil das für ein Video zu kurz ist. Und das Video von dem Bratschinken, was ihr gleich im Anschluss sehen werdet, ist auch zu kurz. Nun mache ich wieder aus zwei zu kurzen Videos ein Video und dann zeige ich euch jetzt, wie das geht. Hier habe ich einen Rest Steinofenbaguette von Aldi. Die anderen drei Viertel habe ich Freitagabend gegessen. Das werde ich jetzt in der Mitte durchschneiden und toasten. Einfach ungefähr mittig durchschneiden. Kriegt das sowieso wieder nicht richtig hin. Aber ist ja egal. Während sich jetzt mein Steinofenbaguette auf dem Toaster befindet, werde ich gleich die Salami schneiden. Ich nehme einfach eine Stange Salami von Aldi. Kann man auch ohne sie zu überbacken gut essen. Und dann werde ich die Salamischeiben auf dem Brot verteilen. Tomaten vorher noch klein schneiden, auf dem Brot verteilen. Und die Reste hätte ich in den Teig. Hier ist jetzt Salami, ich schneide ein Stückchen von runter. So. Ich schneide erst die Salami, weil dann ist der Teller nicht so eingesifft. Einmal hier die Vorhaut, hier den Darm oder was das. Alles, was man irgendwie mit Sexualität in Verbindung bringen könnte, einmal runterreißen. Es macht übrigens mehr Sinn, eine dicke Scheibe abzuschneiden, dann einer dicken Scheibe die Pelle runterzumachen und dann alles klein zu schneiden. Zeit, in der ich jetzt die Tomaten und die Salami geschnitten habe, ist das Brot fertig geworden. Das werde ich jetzt unten mit Sauce Hollandaise anstreichen oder mit Schnitzelsoße von Tomi. Das finde ich eine bessere Alternative als Sauce Hollandaise, muss ich jetzt eigentlich gestehen. Dann kommt die Salami drauf, dann darauf die Tomaten, dann nochmal Olivenöl, dann Käse und dann wird es in die Mikrowelle geschoben. Das ist nun mein neues WD-40 der Küche. Tomi heißt es, Lässoße, Schnitzelsoße, Schnitzelsahnesoße. Schmeckt wirklich wie Jägersoße. Finde ich ganz interessant, muss ich sagen. Ich verteile das jetzt einfach hier auf dem Brot. Hat natürlich mit Italienisch nicht mehr viel zu tun. So, dann wird das Ganze einfach verstrichen, wie man sich denken kann. Man hört, das Brot ist leicht kross. Wie ihr sehen konntet, ich habe ganz einfach die Sauce Hollandaise verstrichen, bzw. die Schnitzelsoße, dann habe ich die Salamischeiben drauf gepackt, dann die Tomaten oben drauf. Das hat einfach den Sinn, die Salami wird, wenn sie warm wird, gibt sie das Fett halt ab, tropft ins Brot, dann wird das Brot nicht so hart, damit es halt auch letztendlich schön saftig und nass wird, dann auch die Tomaten oben drauf. Die werden natürlich erstmal gesalzt mit Salatgurken, Gewürzsalz und mit Chili. Dann kommt der Käse oben drüber. Ich habe hier immer den hier von Aldi, den Reibekäse, mild und würzig, Edamer und Hilsiter, ideal für Pizza, 42,5% Fett. Ja, dann kommt es gleich in die Mikrowelle, aber erstmal würzen. Ich konnte, denke ich, alles Wichtige gerade im Zeitraffer sehen. Ist eigentlich nichts Spektakuläres gewesen. Ich habe halt Käse auf Broten verteilt, beziehungsweise auf Salami und Tomate. Zum Schluss habe ich natürlich noch hier Olivenöl drüber gemacht. Dann hat das noch ein bisschen mehr italienisches Flair. Ist ja noch ein bisschen gesünder. Olivenöl soll ja gesund sein, fettig zugleich, aber egal. Ich finde generell, man kann aus Salami, beziehungsweise Mettwurst, Bacon und Pastrami, Zwiebeln,
Hollandaise und Käse einfach tolle Sachen zaubern, die alle sehr ungesund sind, aber sehr gut schmecken. Das ist natürlich das Wichtigste, dass sie gut schmecken. Ich variiere immer jeden Sonntag zwischen Bacon, Salami, was da gerade so da ist. Überbacke das dann halt mit Käse. Meistens wird Sauce Hollandaise oder eben diese Schnitzelsoße verwendet. Das ist dann sozusagen Brunch, weil das Frühstück doch sehr mächtig und ich habe noch nie Lust, sonntags mittags noch was zu essen zu kochen. Darum halt so ein ausgiebiges Frühstück. Die Mikrowelle hört ihr pfeifen, das muss ungefähr 3 Minuten bei 800 Grad in die Mikrowelle. Ja, so sieht's aus. Ihr könnt mir glauben, dass das gut schmeckt. Ich habe das schon oft gegessen. Ich lasse mir das jetzt schmecken. Ihr könnt euch jetzt das Video von dem Bratschinken angucken. Das ist jetzt in dieses Video mit reingeschnitten. Guckt gerne in die Videobeschreibung. Da sind alle coolen Helferlein und Küchen-Gadgets alles verlinkt. Alles Affiliate-Links. So, schöne Weihnachten. Tschüss. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Das bei der Teure zu kommen hier draußen aus dem Garten. Eigentlich wollte ich heute grillen bzw. auf meinem Planschofen Essen zubereiten. Ja, man sagte mir, es sollte regnen und stürmen. Es tut leider beides nicht, sodass ich mich ziemlich ärgere, dass ich nicht auf meinem Planschofen grillen kann. So am 7. November 2021. Darum entschloss ich mich jetzt dazu, diesen wunderbaren Schinken, den ich letzte Woche zufällig für 50% weniger, zum Preis von 1,64 Euro bei Edeka gekauft habe. Ich wollte ihn eigentlich grillen, vorher panieren. Mal gucken, wie das schmeckt. Ist sicherlich saumäßig fertig, aber auch sicherlich geil. Nun machen wir das einfach in der Pfanne. Paniert wird er trotzdem. Ihr dürft mir aber zuschauen. Ich wünsche viel Spaß im Video, mit dem Video. Lasst mir gerne ein Like und ein Abo da und guckt vor allem in die Videobeschreibung. Seht ihr alles gut? Schreibt mir mal in den Kommentaren, ob das Bild irgendwie versaut ist. Ich glaube, meine Kamera ist kaputt. Egal, wir packen das jetzt hier mal aus. Ich könnte erst mal erzählen, was wir hier haben. Wir haben einen Delikatess-Landrausschinken von Gut und Günstig, also Edeka. Traditionell geräuchert, mild gewürzt. Von 100 Gramm sind davon gerade ein 14 Gramm Fett. Kommt aus Hamburg, ja. Ist ja auch egal, wo der herkommt. Essen wird man es ja können. Ja, einfach ein Klumpen Speck. Ich werde ihn jetzt gleich für euch panieren. Danach werde ich ihn ja, braten und dann werden wir ihn zusammen probieren. Ja, gerade in diesem Moment fing es an zu regnen. Ich habe es gerade nur draußen gedreht, weil die Sonne so blöd geschienen hat. Ja, und mich rausgehört, dass das Intro dann halt draußen gedreht. Dann bin ich da drin, der hier sitzt, vor meinem tollen weißen Küchenschrank. Video dazu auf meinem Kanal. Ich werde jetzt die Panade vorbereiten. Dafür nehme ich einen Becher, in den ich sonst meine Farbe zum Lackieren anrühre. Natürlich ist der noch nicht die Farbe besudert. Da kommt gleich das Ei rein. Da werden wir nicht mehr zugucken. Ich nehme anstatt Eier Sauce Hollandaise. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich probiere das einfach mal. Hat jemand anders schon mal Schinken gebraten? So einen dicken Klotz meine ich jetzt. Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Ich habe jetzt gerade eine Pfanne auf den Ofen gestellt. Da werde ich gleich nochmal extra Fett reinmachen, werde das richtig heiß werden lassen und dann werde ich den Schinken scharf anbraten lassen und dann einfach durchziehen. Ofen auf Volldampf, Pflanzencreme rein. So Freunde, jetzt werden wir mal den
fetten Freund hier reintun. Hätte ich eine Fritteuse, hätte ich den in eine Fritteuse geschmissen. Sieht richtig geil aus, oder? Konnte traurige Angelegenheit, die ist auch überall Rauch im Raum, das Fenster schon aufgemacht. Ich werde das jetzt mit einem schönen Stück Wickkühle ablöschen, mein Lieblingsbier. Prost. Sieht besser aus als gedacht, oder? Die Panade ist leider abgegangen, auch schon bevor ich das Bier abgelöscht habe. Ich denke mal, das herbe Bier, wie Wildkühler, wie im Video gesehen, und Hefer, um meine Region zu unterstützen, kam da sehr gut zu trinken. Ist natürlich ein sehr mächtiges, herbes, kräftiges Essen. Nicht jedermanns Geschmack, aber ist mir auch egal. Ich glaube, das hier ist noch Schwarte. Nee, ist es nicht. Auch wenn mir das keiner glauben will, das schmeckt aber verdammt gut. Ist natürlich verdammt salzig. Ist leider auch ein bisschen hart geworden, weil es vorher schon nicht sehr weich. Aber man kann es wirklich gut essen. Schmeckt wirklich ausgezeichnet, würde ich sagen. Kann ich nur empfehlen, macht das mal nach. Guckt in die Videobeschreibung, da sind ein paar tolle Sachen verlinkt. Sind Affiliate-Links, wenn ihr darüber bestellt, kriegt eine kleine Provision oder sie mir kosten habt. Gerne auch Like und Abo da lassen für weitere wahnsinnige Gerichte, die aber komischerweise gut schmecken. Guckt die anderen Videos von meinem Kanal. Schrottpreisgrill kann ich nur empfehlen. Ich habe viele Sachen gekocht, die einfach nicht kochen würden. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss, ciao, euer Roman.